Und damit wieder willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3, die Definitive Edition. Und wir sind jetzt auf dem Weg, weitere, Vollstrecker auszuschalten von den Rassisten. Jetzt ist anscheinend Onkel Andrew dran. Ja, hier Kartoffelsack. Ich weiß schon, Schwarze dürfen da nicht hin, aber das ist mir egal. Ja, richtig. Jemand, der es verdient hat. Das ganze Pack wird... Komm, verschwinde, Bruder, verschwinde. Hopp. Warum schiebst du mich einfach? Was hast du vor, mein Freund? Verteilt euch! Oh. Problemkind. Komm, schieß! Ich steck hier fest. Puh. Heilen. Ich bring nicht den Frieden, sondern das Schwert. Ja. So, haben wir euch. So. Der Rest vom Toilettenabschaum, wo ist der? Unsere Schweren, Jungs. Ich bin festgenagelt. Der Hurensohn macht uns fertig. Wir brauchen Hilfe. Na, verdammt. Jetzt hat er die noch rufen können. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und da sind sie auch schon. Scheiße. Okay, bring wir es hinter uns. Ich habe ihn gefunden. Alle hierher. So. Rosten wir seine. Dicker Boy, brenn! Ja. Den Spruch habe ich jetzt schon so oft gehört. Denkt euch mal was Neues aus. Komm. Ich komme hier lebend weg. Und ihr nicht. Puh. Wobei auch zugeben muss, ich dachte eigentlich gerade, ich bin tot. Das war aber auch knapp. Schon wieder. So, genau. Muni haben wir hier alles eingesammelt. Die Cola auch. Sehr gut. Dann, wen haben wir da? Genau. Befragen sollen wir die, wo ist eigentlich mein Auto, weil so eine Südstaatenkarre, da will ich nicht haben. Das war, nachdem sie die Nacht auf dem Betonboden verfehlt. Genau. Die Brüder der Southern Union befragen. Wieder einmal. Mal gucken, was wir da an Infos rausbekommen. Wir haben jetzt auch schon irgendwo... Was haben wir denn da gesagt bekommen? Waren das die Vollstrecke, die wir gesagt bekommen haben? Ich glaube schon. Na egal. Wir erledigen die auf jeden Fall alle in dieser Folge. Das ist das erklärte Ziel. Es sei denn, da ploppen jetzt noch ganz viele andere Missionen aus, dann müssen wir eventuell nochmal eine dritte Folge aus dem ganzen Kram hier machen, aber ich hoffe nicht. Was haben wir da? Ach, war hier diese eine komische Party? Ich weiß jetzt nämlich nicht, wo das konkret war. Was seid ihr alles für Leute? Auf jeden Fall gibt es hier Geld. So viel steht fest. So, dann brechen wir einfach mal eben hier ein. Nehmen denen die Kohle weg. Dann können die von mir aus weiterleben, ist mir egal. Oh Gott, nein, ich habe Mabels Geburtstag vergessen. Ich darf nicht nach Hause gehen, ohne ihr vorher ein Geschenk zu besorgen. Ja, das solltest du tun. Ich denke drüber nach, die Stelle an der Universität anzunehmen. Alles mit Bibel und so. Aber so, was wir jetzt tun werden. Oh Mann, ich hoffe, es haut hin. Bam. So. Genau. So, haben wir die da ein bisschen aufgescheucht, aber wir verschwinden jetzt auch direkt wieder hier. Es ging mir eigentlich nur darum, die Kohle einzusammeln und ein bisschen Sachschaden zu machen. So, auch wenn wir jetzt hier sowieso direkt das nächste Ding haben. Huch. Okay. So. Dann gucken wir mal. Die tun so, als ob ihre Scheiße nach Veilchen duftet. Bloß weil sie ein paar Kröten haben, Motherfucker. Da sind aber auch direkt wieder so viele. Das ist immer ungünstig, wenn halt der Typ, den man befragen will, immer so viele Leute um sich hat. Gabriels Lebensmittelladen hat schon seit einer Woche zu. Ich
schönen Tag. Wir müssen was kaufen. Schon klar. So, ich unterstelle jetzt einfach mal, dass das alles irgendwelche Bodyguards von dem sind. Mal gucken, dass wir da vielleicht ein bisschen näher zumindest rankommen. Weil er will dann bestimmt zu seinem Auto. Können wir hier einbrechen? Geht das? Geht nicht. Okay. Probieren wir es mal von hier. Genau. Bete um Vergebung. So. Wird der das auf jeden Fall einer von denen? Der auch. Puh, komm, verschwinde, verschwinde. Oh, Lincoln, lauf. Komm, drüber. Lauf, lauf, lauf. Oro. Komm, rein da. Lincoln. Komm, jawohl. Sehr gut. Wenn du weiterleben willst, erzählst du mir alles über Chesters Geschäfte. So, jetzt müssen wir wieder ein bisschen Angst machen. So. Na komm, hau raus, hä? Verdammt, du bist wahnsinnig! Ja, bin ich. Hast du gut erkannt. Die Typen sagen mir nicht mal die Uhrzeit, ich schwör's! Spuck's aus, alles was du weißt. Fass dir das Gekracht, du Fotzi, mich doch an! Wer erzählt denn einem wie mir was? Willst du, dass ich schlechte Laune bekomme? Der Bel-Air-Supermarkt. Da geht der Geschäftsschluss etwas vor. Was auch immer es ist, Mr. Moreau versucht es geheim zu halten. Anwerben. Irgendjemanden zu warnen, mach ich dich fertig. Verdammt. Ja, super. So, dann verschwinden wir mal lieber aus dem Bereich. So, und wo waren wir da jetzt gerade? Ja, auf einmal spawnen da wieder irgendwo irgendwelche Polizeiautos. So, waren wir zufällig eben hier? Irgendwo? Ich weiß es nicht, aber da ist ein Sammelobjekt. Dass ich mir jetzt noch definitiv einige sind da. Das werde ich mir jetzt nämlich definitiv noch schnell holen. So. Ach, hier unten ist das Ganze. Okay, können wir hier rein? Nee, können wir nicht. Aber ich fürchte... Ja, super. Das Sammelobjekt ist natürlich da oben irgendwo. Jetzt müssen wir nochmal eben kurz gucken. An alle Einheiten. Vielleicht hier irgendwie... Da müssen wir raufkommen, oder? Genau. So, genau, das Playboy-Ding. Zack, nehmen wir mit. Sehr schön. Haben wir das auch. So, Entschuldigung, Mister. Ich muss jetzt hier mal eben über dein... Oder Mrs. Ich muss hier mal eben rüberlaufen. Auf Wiedersehen. Na komm, hätte man auch einfach hier lang können. Oh Mann. So. Genau, dann, wir haben hier noch... Verbleibender Schaden, die Leute reden. Genau, also wir werden dann auf jeden Fall noch das hier machen. Also das ist ja wohl das Letzte. So. Genau, die beiden Vollstrecker werden wir auf jeden Fall noch erledigen. So, und dann gucken wir mal, wie es zeitlich ist. Da, ach guck mal, das ist direkt da unten. Okay. Werte, weil das Gespräch will ich noch nicht machen. Sondern wir schalten jetzt erstmal die Vollstrecker aus. Und dann können wir von mir aus das Gespräch machen. Aber wir haben halt auch diesen Schaden noch nicht vollständig angerichtet. Deswegen weiß ich auch gar nicht, warum wir das schon machen können. Sondern das Blöde ist... Das Blöde ist, dass da hinten halt auch direkt wieder... Polizei unterwegs ist. Ja, von wegen. Oder zumindest in direkter Nähe. Wie geht's? Ja, komm. Komm schon, so.
So, genau, das wird jetzt ein Problem. Ich werde deinen Arsch grillen. Ein Weg, du Vollidiot. Geh in Deckung. Hilf mir, verflucht. Hilf noch ein Mann tot. So. Okay, damit haben wir einen großen Teil von denen schon mal erledigt. Hier ist er, holt ihn euch. Hopp. Bam. Haben wir dich. Zack. Ja, ja, ich bin dabei. Wo willst du hin, Freundchen? Ach, da bist du. So. Haben wir dich auch erledigt. Genau. Das Teil nehmen wir natürlich mit. Dann sammeln wir hier noch eben schnell euer ganzes Zeug ein. So. Gucke mal. Haben wir euch auch wieder erledigt. So, dann haben wir da noch den letzten Vollstrecker, Onkel James. Den krallen wir uns auch eben. Und dann gibt es halt noch so viel Schaden, den man hier anrichten kann. Also ich glaube fast nicht, dass wir in dieser Folge noch alles erledigt bekommen, weil da muss ja noch ein bisschen was kommen. Beziehungsweise die müssen ja eigentlich noch eins so ein Endteil haben, ne, wo halt auch deren ganze Kohle und sowas liegt. Zumindest hatten es alle anderen immer. Und da werden wir dann vermutlich den Großteil des Schadens machen, ha? So stelle ich mir das zumindest jetzt mal vor. So, huch. Ach so. Na gut, dann schauen wir jetzt nochmal. Ja, ja, ach komm, jetzt bleiben wir auf einmal überall hängen. So. Und hier sollen wir parken. Obwohl das dahin alles noch so weit weg ist. Okay, so. Schauen wir mal. Ja, super. Er ist natürlich schön da hinten. So. Jawohl, genau. Rennt mir schön rein. Na komm, ich treffe ihn doch sogar. Komm, das. Ach, das gibt's doch nicht. So. Muss das Magazin wechseln. Ich stecke fest. Ja, ja. So, haben wir dich. So, jetzt ist unsere ganze Pistolenmunition hier drauf gegangen. So. Dürften. Waren immer noch nicht alle. Du bist noch da, hä? So. Okay. Dann haben wir jetzt aber alle. Genau, Muni brauchen wir. So. Waffe wegstecken. Sehr gut. Dann war es das mit deren Dingern jetzt tatsächlich. Na gut, dann fahren wir jetzt mal dahin. Dann gucken wir mal, was da jetzt noch so kommt. Also das erklärte Ziel ist ja grundsätzlich erfüllt. Die Dinger, die offen waren, die haben wir jetzt gemacht. So. Huch, Entschuldigung. Aus dem Weg. Ja, ja. Ruf die mal. Bis die alarmiert sind, sind wir weg. Achtung, eine Fahrerflucht wird gemeldet aus Frisco Field. Der Verdächtige wird beschrieben als männlicher Schwarzer. An alle Einheiten. Ja, super. Und wir fahren jetzt hier direkt bei denen rein. So. Zack. Gehen wir mal lieber direkt rein hier. Hallo. Was brauchen Sie? Hast du was rausgekriegt? Hab die Dreckskerle hart rangenommen, aber nur ein Wort rausgekriegt. Belair. Weißt du was? Das könnte es sein.
Moreau ist der Mehrheitseigner des Bel Air Supermarkts. Als du dir diese Rassistenschweine vorgeknöpft hast, gingen die Telefone los. Keiner hat Bel Air namentlich erwähnt. Aber ich habe eine Zeit. 10 Uhr abends. Und genug Indizien, um alles zu verbinden. Was immer es ist, wird im Supermarkt passieren. Heute Abend. Ich gehe da mal hin. Lincoln, was die Typen angedeutet haben, ist schlimm. Wirklich schlimm. Also sei besser leise. Wir müssen rausfinden, was genau Moreau vorhat. Und wir kriegen keine zweite Chance. Alles klar, Jackie. Beenden. Suche abbrechen und Streifendienst wieder aufnehmen. Genau, sehr gut. So. Dann haben wir das Ding da. Warte auf den Sonnenuntergang. Aha. Huch, was ist denn mit unserem Auto los? Das hat ein bisschen gelitten, würde ich sagen. So, aber dann fahren wir da mal hin und dann beenden wir das Ganze jetzt. So. Schön, unsere Gesundheit ist vollständig regeneriert, aber unser Auto ist komplett kaputt. Ja. So, Erste-Hilfe-Kasten wäre eigentlich auch nicht schlecht, wenn wir irgendwie nochmal an einen vorbeikommen. Aber ich befürchte fast, nein. Da brauchen wir schon ganz viel Glück, dass wir da jetzt noch irgendwo vorbeikommen, weil... Ja, toll. Weil allzu weit ist es ja nicht. Vielleicht ist da ja direkt einer, das kann natürlich sein. Guck mal, wir können auch einfach hier lang, ha? So. Okay, so, was haben wir da? Ach so, Gut, stellen wir uns da hin und warten auf den Sonnenuntergang, hä? Mit einem schwarzen Ladebildschirm. Wie passend. Jemand sollte mir ein Bier holen. Na dann, einen guten Durst. Genieß es, es wird vermutlich dein letztes sein. So, guck mal, dich nehmen wir nochmal eben mit. So. Kannst mir gleich auch ein Bier rausstellen. Mein Siegesbier. Sehen Sie uns bei Gert? Vielleicht. Sie haben oben gerade erst angefangen. Wie sieht die Ausbeute für den heute? Schlecht. Okay, hier liegt jetzt auch eine Weste. Im Namen von Mr. Moreau danken Mr. McConnell und die Southern Union Ihnen für Ihr Erscheinen am heutigen Abend. Mr. Moreau bat mich, Sie daran zu erinnern, dass wir nur Bargeld annehmen und dass für einen geringen Aufpreis alle erstandenen Waren sicher an einen Ort Ihrer Wahl geliefert werden. Also, das erste Objekt ist dieses quirlige Exemplar. Okay, hier liegt überall Geld rum. Noch nicht gerade wenig. Spricht Englisch und kann dressiert werden. Werden jetzt gerade Schwarze verkauft, irgendwie als Sklaven? Oder wie soll ich mir das da gerade vorstellen? Es spricht Englisch und kann dressiert werden. Puh, da werden gleich Leute sterben. Ein prächtiges Exemplar. Keine sichtbaren Wunden oder Narben. Persönlich begutachtet von Mr. Moreaus Ärzten. Oh, ihr Drecksmongos, Alter. Lass mich einfach gehen. Ihr scheiß Bastarde. Bei 1000 Dollar. Höre ich 1000? 1000 Dollar. Höre ich... Ja, treten die! So. Schaff mir dieses Arschloch vom Hals! Ja, ja. Wo sind die anderen? Chester hat die Nigger irgendwo in Frisco. Also mach es kurz, du schwarzes Arschloch. Das hilft enorm, danke. So. Bam. Wir haben immer noch nicht genug Kohle zusammen. Oder immer noch nicht genug Schaden gemacht. Was haben wir da? Eine Menge Nobelkunden kommen extra dafür in die Stadt und sie erwarten erstklassige Ware, also bring mir die besten, die du hast. Mach sie sauber und putz sie hübsch raus, damit sie vorzeigbar sind.
Wenn du das versaust, bist du reif. Miss Meccano hat dich schon einmal gewarnt. Und sie wird es kein zweites Mal tun. Aha. So. $11.000 brauchen wir jetzt noch an Schaden. Oh, warte, da hinten geht es sogar noch weiter. Da können wir noch... Okay, aber hier sind auch noch mehr von denen unterwegs. Ja. Sammelobjekte sind hier auch noch. Guck mal. So, und Kohle liegt hier natürlich auch noch rum. $3.500. Nochmal 1250. So, was haben wir da hinten jetzt? Oh, gucke mal, hier haben wir jetzt nochmal. Rette die Opfer des Menschenhandels. Mhm. So, aber jetzt schauen wir erstmal, dass wir hier rauskommen, beziehungsweise da hinten. Hier oben ist noch was, was ich einsammeln kann. So ein, ach, guck mal, das Bild hier, genau. So. Okay. So, und wo sind die Typen? Aha. Die Verstärkung ist also da. Er kann sich nicht verstecken. Na, schauen wir mal. Wie gefällt dir das, du Scheißkerl? So. Ja, ihr sucht euch hier gerade den... Alter, das sind auch richtig viele, ne? Also das ist eine verdammt große Verstärkung. So viele sind sonst, glaube ich, nicht da. Ne, ich nehme euch auseinander. Der Laden ist mir egal. So, aber so viele wie von euch hier sind, muss ich euch ja schon fast alle umlegen. Alleine schon, um selber hier wegzukommen. Fuck. Haben wir... Nein, haben wir doch. Haben wir. Komm, heilen, heilen, heilen. Jawohl. Achtung, wir haben hier einen bewaffneten Menschen. Ja. Natürlich. So, jetzt müssen wir hier wirklich verschwinden, weil ich muss dann gleich die Kohle erstmal wegbringen. Ja, natürlich kommen jetzt hier überall Polizisten her. Na klar. Na klar, das ist gerade schon wieder komplett übertrieben. So, Vigros. So, wir verschwinden jetzt einfach von hier. Ja, Gott sei Dank. So, machen wir das mal fußläufig hier weg. Guck mal, hier vorne ist das Gebiet dann auch gleich zu Ende. Und dann werde ich gleich erstmal... Dann werden wir gleich einen Cut machen. Dann werde ich das Geld wegbringen. Wir haben $21.000, die müssen wir sichern. Vorsicht, Platz da. So, ich möchte jetzt eigentlich auch nur ungern hier an der Straße langlaufen. So, genau, also. Versteck mich mal eben erstmal hier. Ich kann da nicht rüberklettern, okay. Dann laufen wir halt hier lang, kletter ich darüber. Puh. So, also. Genau, wie ich gesagt. Ich glaube, es ist vorbei. Ne, es ist noch nicht vorbei. Aber gut, ich werde jetzt erstmal hier warten. Ich mache dann jetzt schon mal den Cut. Dann bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen und dann bringe ich gleich das Geld weg und dann sehen wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Folge wieder, wenn wir hier das Ganze dann endlich mal zum Ende bringen. Bis dann.